Aber was mir wirklich gefiel, war dieses zwanglose Pfeil und Bogen geh aufs Ganze. Das werde ich mir merken für das nächste Mal, wenn ich mal wieder nackt im Bademantel eine wildfremde Frau in mein Anwesen zerre. Da, finde ich, ist so ein kleiner, harmlos, unverfänglicher Wettkampf ja ein ganz charmanter Eisbrecher, um sich erstmal spielerisch ein bisschen näher kennenzulernen und subtil auf das Wesentliche überzuleiten. Und akzeptieren Sie die Herausforderung? Wenn Sie die rote Zielscheibe treffen, erhalten Sie als Preis eine kleine Belohnung von mir. Warten Sie, ich werde es Ihnen zeigen. Ich hoffe, die Farbe gefällt Ihnen, Regina. Oh. Wenn Sie jedoch die weiße Zielscheibe treffen sollten... Ich verstehe. Genau das habe ich mir gedacht, Peter. Ich wusste, das gefällt dir. Und deshalb habe ich auch was Kleines vorbereitet. Pass auf. So, komm. Die Regeln sind ganz einfach. Okay. Wenn du die rote Zielscheibe triffst, erhältst du als Preis eine kleine Belohnung von mir. Aufgepasst? Ich leg sogar noch ein paar Zichten drauf, ja? Aber wenn du jedoch die weiße Zielscheibe treffen solltest... Was? Nee, das ist ja total widerlich. Pervers und ekelhaft. Olli, also komm auf so einen kranken Scheiß. Da lässt sich kein vernünftiger Mensch jemals ein. Glaub mir. Ja. Auf der anderen Seite, ein paar Zichten und ein Bier kann ich jetzt schon gut gebrauchen. Weißt du was? Also gut, ich mach's. Bitteschön. Wollen wir mal sehen. Ja, dann. Bitte. Oh nee, also. Oh. Lalala. Oh nee. Tja, da kann man nichts machen. Oh nee, oh, nee. Das geht einfach zu weit, ehrlich. Ach, Peter. Nee. Peter, lieber Peter, jetzt keinen feigen Rückzug, ne? Du weißt genau, Spielschulden sind Ehrenschulden. Also los. Hopp, hopp, die Pflicht ruft. Oh, nee. Ja, und wir machen hier so lange weiter mit unserem jugendfrei familienfreundlichen Schmunzelprogramm und reisen mit Argoman und seiner frisch angeschlurften Schaumbadschnalle ins romantische Paris. Will das nicht. Warum auch immer, ne? Film ab und runter mit der Hose, Bückbursche. Nee.